Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich im Bundeskanzleramt zur Stellungnahme des Bundeskanzlers. Bitte. Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Ich darf Sie wieder einmal im Bundeskanzleramt begrüßen, um Sie über die aktuellen Entscheidungen zu informieren. Ich glaube, nachdem alle Österreicherinnen und Österreicher die Entwicklungen der letzten Tage mitverfolgt haben, viele sehr enttäuscht sind über das, was Sie hier in diesem Video zu sehen bekommen haben, ist jetzt keine Notwendigkeit mehr, noch genauer auf all diese Vorkommnisse und Geschehnisse einzugehen, sondern ich glaube, was die Menschen im Moment viel stärker bewegt und die Frage, die viel größer ist, ist die Frage, wie geht es jetzt weiter? Zum Ersten in der notwendigen Aufklärungsarbeit, was all die Vorwürfe betrifft, die hier im Raum stehen gegen die Freiheitliche Partei. Und zum Zweiten natürlich auch die Frage, wie geht es weiter in der Bundesregierung? Zunächst einmal zur Aufklärung. Ich bin der festen Überzeugung, dass was es jetzt braucht, vollständige Transparenz und eine lückenlose und unbefangene Aufklärung ist. Das muss sichergestellt werden. Das haben sich die Österreicherinnen und Österreicher verdient. Innenminister Herbert Kickl war zur Zeit dieser Geschehnisse, die hier am Video zu sehen waren, Generalsekretär seiner Partei und er ist somit auch für die finanzielle Gebarung seiner Partei hauptverantwortlich gewesen. Darüber hinaus habe ich in den Gesprächen nach der Veröffentlichung des Videos mit ihm, aber auch mit anderen Vertretern seiner Partei nicht wirklich das Gefühl gehabt, dass es hier ein Bewusstsein für die Dimension der ganzen Sache gibt. Ich habe aber darüber hinaus auch das Gefühl gehabt, dass es nicht die notwendige Sensibilität im Umgang mit diesen Vorwürfen gibt. Ich glaube, gezeigt hat sich das auch durch die Entscheidung des Innenministers, seinen ohnehin schon umstrittenen Generalsekretär Goldgruber jetzt auch noch zum Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit zu bestellen. All das führt meiner Meinung nach zu einer Gemengelage, wo es eigentlich schlüssig gewesen wäre, wenn, so wie Heinz-Christian Strache auch durch seinen Rücktritt, der Innenminister durch einen Rückzug aus seiner Funktion sichergestellt hätte, dass hier eine lückenlose Aufklärung möglich ist und dass es auch nicht irgendwie den Anschein einer Einflussnahme auf diese Aufklärung geben könnte. Diesen Schritt hat er nicht gemacht und insofern habe ich auch in Rücksprache mit dem Bundespräsidenten entschieden, dass ich dem Bundespräsidenten die Entlassung des Innenministers vorschlagen werde. Ich habe das auch dem Innenminister in einem persönlichen Gespräch und dem Parteichef Norbert Hofer in einem Telefonat mitgeteilt. Die Freiheitliche Partei, das haben Sie wahrscheinlich mitverfolgt, hat angekündigt, dass sie, sollte Herbert Kickl als Innenminister entlassen werden, sich vollständig aus der Regierungsarbeit zurückziehen wird. Wenn dem so der Fall ist, und davon gehe ich nach dieser Ankündigung aus, habe ich mit dem Bundespräsidenten vereinbart, dass wir bis zur Wahl natürlich Stabilität sicherstellen wollen und daher die frei werdenden Funktionen in den Ministerien durch Experten bzw. Spitzenbeamte übernommen werden. Das schafft uns die Möglichkeit, dass wir auch in dieser für die Republik durchaus herausfordernden Situation bis zum Tag der Wahl Stabilität gewährleisten, dass die Regierung handlungsfähig bleibt und dass wir insbesondere aber auch auf europäischer Ebene die Möglichkeit zur Mitsprache nicht verlieren. In Österreich ist Handlungsfähigkeit gefragt, insbesondere aber auch in Europa werden nach dem Wahlsonntag zahlreiche inhaltliche Weichenstellungen, aber auch zahlreiche Personalentscheidungen getroffen, wo es meiner Meinung nach wichtig ist, eine handlungsfähige Regierung zu haben, die dort auch die Stimme Österreichs vertritt. Diese Vorgehensweise ist so mit dem Bundespräsidenten besprochen und insofern werden wir Sie in den nächsten Tagen über die nötigen weiteren Schritte informieren und natürlich auch ständig am Laufenden halten. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Wir kommen nun zu den Fragen. Frau Striebel, ORF. Herr Bundeskanzler, die Opposition möchte einen Misstrauensantrag, nicht die ganze, aber die Liste jetzt zumindest, möchte einen Misstrauensantrag gegen Sie einbringen. Wie stehen Sie dem entgegen? Ja, also natürlich gibt es in so einer Republik unterschiedliche Zuständigkeiten und unterschiedliche Möglichkeiten. Meine Aufgabe als Bundeskanzler ist eine sehr klare.
Ich habe die Verantwortung, dass die Republik handlungsfähig ist, dass es eine Regierung gibt, die agiert, dass es eine Regierung gibt, die uns auf europäischer Ebene und international auch vertritt und repräsentiert, auch in einer zugegebenermaßen nicht leichten Situation, in der wir derzeit sind. Ich glaube, dass der Bundespräsident genauso eine Verantwortung in dieser Situation hat und das Parlament hat eine Verantwortung. Und insofern kann ich nur die Entscheidungen treffen, die ich als Bundeskanzler treffen kann. Und jede Opposition muss für sich, jede Partei im Parlament muss natürlich für sich entscheiden, was sie in so einer Phase für das Richtige erachtet. Frau Arthofer, ORF. Herbert Kickl hat Ihnen heute wörtlich Machtbesoffenheit und der ÖVP vorgeworfen. Begründet wird das damit, dass Sie Kickl noch am Samstag angeboten hätten, er könnte jedes andere Ministerium nehmen, wenn er denn als Innenminister sich zurückzieht. Meine Frage, stimmt das und was sagen Sie zu diesem Vorwurf der Machtbesoffenheit? Also diese Behauptung stimmt so definitiv nicht. Und zum Zweiten, ich werde jetzt nicht jedes einzelne Wort und jeden einzelnen Vorwurf in meine Richtung kommentieren. Ich glaube, manches richtet sich ohnehin von selbst. Jeder, der die letzten Tage mitverfolgt hat, der weiß, glaube ich, wie es gelaufen ist. Wir hatten eine sehr erfolgreiche, inhaltlich ausgezeichnete Regierungszusammenarbeit. Wir haben all das unter der Führung der Volkspartei, aber auch unter Beteiligung der Freiheitlichen Partei, was im Wahlkampf versprochen wurde, was so notwendig war, für das Land auf den Weg gebracht. Wir haben zahlreiche Reformen angestoßen. Wir haben eine gute Standortpolitik gemacht. Die Arbeitslosigkeit ist zurückgegangen. Die Schuldenpolitik beendet. Viele Reformen, die früher undenkbar gewesen sind, sind auf einmal möglich geworden. Also ich bin zu 100% überzeugt von der inhaltlichen Arbeit, die diese Regierung geleistet hat. Ich habe aber gleichzeitig, wie wahrscheinlich viele von Ihnen, miterleben müssen, dass hier deutlich sichtbar geworden ist, dass einige Personen definitiv nicht regierungsfähig sind und auch, ich sage einmal, Aussagen getroffen worden sind, die schon zumindest mein Bild, wie Politik sich verstehen sollte und definieren sollte, stark erschüttert haben. Und insofern glaube ich, dass die Menschen in Österreich sehr wohl wissen, dass es in so einer Situation notwendig war, eine Wahl auszurufen. Diese Entscheidung war keine Entscheidung, die ich mir leicht gemacht habe. Es war auch nicht mein Wunsch, dass es Wahlen gibt, sondern es war eine Notwendigkeit. Gewisse Vorkommnisse, gewisse Szenen, die hier sichtbar geworden sind auf diesem Video, haben einfach nicht nur die Freiheitliche Partei massiv beschädigt, sondern sie haben auch diese Regierungszusammenarbeit zerstört. Und insofern war meine Konsequenz daraus klar. Und ich habe das versucht, sehr fair in den Gesprächen auch mit dem Koalitionspartner zu thematisieren und klarzumachen. Und insofern kann ich diese Aussage oder die eine Behauptung nur als unrichtig beantworten und zum Zweiten diese Aussage ja, als vielleicht das werten, was sie ist, nämlich eine Aussage aus der Emotion heraus, aber ich glaube, weit weg von der Realität, das wissen die Österreicherinnen und Österreicher auch. Herr Beilner, Austria Presseagentur. Gibt es schon Absprachen mit den anderen Parlamentsparteien, ob sie diese um Experten ergänzte Regierung unterstützen werden, beziehungsweise wird es die demnächst geben? Also es gibt vom Bundespräsidenten Gespräche mit den Parteichefs aller im Parlament vertretenen Parteien und es gibt selbstverständlich auch von mir Gespräche mit allen Parteichefs. Einige habe ich schon geführt, einige werde ich jetzt noch führen heute Abend. Was die Regierung betrifft, so ist es die Aufgabe des Bundeskanzlers, einen Vorschlag zu machen und der Bundespräsident hat die Verantwortung, so eine Regierung anzugeloben. Das Vorgehen ist mit dem Bundespräsidenten besprochen und ist aus meiner Sicht das einzig Richtige, wenn wir Stabilität in unserem Land gewährleisten wollen. Wir sind bitte nach der Veröffentlichung dieses Videos ohnehin in einer sehr schwierigen Situation. Es ist sehr viel Vertrauen in die Politik verloren gegangen. Es hat sich eine Regierungspartei massiv selbst beschädigt. Es ist die Zusammenarbeit in der Regierung zerstört worden. Es ist international ein großer Schaden am Ansehen des Landes entstanden. Und insofern, glaube ich, sollten wir jetzt sicherstellen, dass es bis zur Wahl auch eine möglichst ordentliche Stabilität gibt und möglichst geregelte Verhältnisse. Es kann natürlich immer sein, dass das andere anders sehen, aber ich glaube, es ist klar, was hier im Interesse der Republik ist. Herr Zaunbauer, Kurier. Herr Bundeskanzler, Sie haben
die Vermutung aufgestellt, dass hinter der Affäre Thal Silberstein stecken könnte. Der hat jetzt heute ausrichten lassen, dass er damit nichts zu tun hat. Bleiben Sie bei Ihrem Verdacht? Also ich werde mich jetzt nicht auf das Niveau begeben, da in einen Kleinkrieg einzusteigen. Ich kann nur sagen, ich habe den Nationalratswahlkampf 2017 erlebt. Ich habe erlebt, zu was er im Auftrag der Sozialdemokratie da fähig war. Ich weiß einiges, was in anderen Ländern stattgefunden hat, und das reicht mir persönlich, und viel mehr gibt es daher von mir auch in dieser Sache nicht zu sagen. Die Aufklärungsarbeit, wer wirklich hinter diesem Video steckt, wer es beauftragt, wer es bezahlt hat, das wird genauso notwendig sein wie die Auseinandersetzung mit dem Inhalt des Videos, weil natürlich das Video selbst auch strafrechtlich relevant ist, und insofern werden sich auch damit die Ermittlungsbehörden auseinandersetzen. Letzte Frage, Frau Busbischel, Servus TV. Warum hat es denn heute so lange gedauert, bis diese Entscheidung kommuniziert wurde? Gab es da noch irgendwelche letzten Versuche, eine Lösung zu finden, bei der die Planminister alle auf ihrem Posten bleiben können? Also schauen Sie, ich finde, wir sind in einer sehr ernsten Situation für die Republik im Moment. Und da gibt es ohnehin wenige Momente, wo man schmunzeln muss. Aber wenn es einen Moment gibt, wo ich immer wieder schmunzeln muss, ist, wenn ich die Frage bekomme, warum etwas lange dauert. Um ganz ehrlich zu sein, das sind alles keine alltäglichen Kleinigkeiten oder Alltagsentscheidungen, die hier zu fällen sind. Die Entscheidung, eine Wahl auszurufen, die Entscheidung, Experten mit der Funktion eines Ministers zu betrauen, die Entscheidung, einen Minister zu entlassen, das sind notwendige Schritte, aber das sind Schritte, wo man meiner Meinung nach sich sehr genau überlegen sollte, ob, wie und wann man sie tätigt. Und darüber hinaus, ich verstehe natürlich aus Ihrer Perspektive als Journalistin das Interesse an medialer Kommunikation, aber der persönliche Anstand gebietet es, auch gewisse Entscheidungen mit Betroffenen zu besprechen, persönliche Gespräche zu führen, telefonisch und wenn möglich auch direkt face-to-face. Und insofern bitte ich sozusagen um ein Stück weit Verständnis, dass das nicht Entscheidungen sind, wie beim Mittagessen sich die Frage zu stellen, für welches Gericht entscheidet man sich, sondern das sind relativ schwerwiegende Entscheidungen für die Republik. Und ich glaube, dass es grundrichtig und anständig ist, wenn man sich in solchen Phasen einmal die eine oder andere halbe Stunde mehr Zeit nimmt, sich Gedanken macht, noch einmal zur Ruhe kommt und dann besonnen Entscheidungen trifft. Und ich tue das in einer guten Absprache mit dem Bundespräsidenten, mit Vertretern meiner Partei, im Gespräch mit den Betroffenen und natürlich so schnell als möglich auch immer in der medialen Kommunikation. Ich verstehe, dass Sie ungeduldig sind, bitte aber auch um Verständnis, dass manche Dinge einfach das eine oder andere Mal ein paar Stunden dauern. So ist das eben. Herzlichen Dank. Vielen Dank.